Frage bei diesen kleinen A-Operatoren, die wir da beim letzten Mal gesehen haben. Da standen wir in der Tafel nur diese Verkaufsinstallation des Innen, aber das gilt auch für das Auto, oder? Also, ja, genau. Die erfüllen beide jeweils für sich die normalen Erzeuger- und Vernichterverkaufsinstallationen, aber die Vertauschung zwischen A-In und A-Out, die ist unbekannt, die wäre kompliziert. Aber innerhalb von einem Satz von Operatoren haben sie quasi so eine Vorprogrammstruktur. Genau. So, andere Rückfragen? Okay, fangen wir mal an. Hier habe ich nochmal aufgeschrieben, was wir in den letzten paar Stunden gelernt haben. Nämlich, wir haben ja überlegt, dass wir aus der Quantenfeldtheorie zunächst mal Green-Funktionen berechnen konnten mit Feynman-Diagrammen. Und momentan sind wir dabei zu überlegen, was die Green-Funktionen uns physikalisch für Informationen liefern. Die generelle Behauptung ist eben, alle physikalischen Größen lassen sich letztlich aus den Green-Funktionen reproduzieren. Und wir haben damit angefangen, dass wir Zwei-Punkt-Funktionen betrachtet haben, also Vakuum-Erwartungswert von einem Produkt von zwei Feldoperatoren. Haben dann gesehen, dass diese Zwei-Punkt-Funktionen Polstellen haben für die Variable p². Und zwar die Polstellen sind genau da, wo der Impuls-Vierer-Operator p² Eigenwerte hat, also bei Ruhemassen von echten einteiligen Zuständen der Theorie mit Wechselwirkung. Das heißt, das liefert uns eine erste Rechenvorschrift für wichtige physikalische Größen. Und das Zweite, was wir wollen, sind nicht nur Ruhemassen von stabilen einteiligen Zuständen, sondern eben Streuungen, wenn man Teilchen miteinander kollidiert. Und da war zunächst mal die Frage, wie kann man überhaupt Zustände in der Quantenfeldtheorie wiederfinden, die so einer Situation entsprechen, dass man zwei oder mehrere quasi freie Teilchen hat, die aufeinander zulaufen, dann irgendwie miteinander wechselwirken. Oder freie Teilchen, die aus einer Wechselwirkung kommen und dann nach unendlich langer Zeit sich weit voneinander entfernen und dann quasi frei sind. Und diese Zustände haben wir identifiziert. Wir konnten also tatsächlich aus den gewöhnlichen Feldoperatoren der Theorie sowas wie einen verallgemeinerten Erzeugungsoperator konstruieren. Wir haben bewiesen, dass wenn man den aufs Vakuum anwendet, dass dann genau einteiligen Zustände rauskommen, und zwar diese einteiligen Zustände, für die wir vorher die Ruhemassen berechnen konnten. Die kommen also raus. Und wenn man diesen Erzeuger dann mehrfach anwendet aufs Vakuum, kriegt man eben Mehrteilchenzustände, die dann in gewissen Limits unendlich weit voneinander entfernt sind und quasi frei sind. Und damit können wir jetzt die S-Matrix berechnen. Die S-Matrix also ist definiert als ein Matrix-Element von einem Anfangszustand, der definiert ist als Kollektion von freien Teilchen in der Vergangenheit. Und der wird dann beschrieben durch diese A-In-Decker-Erzeuger. Und das andere Teil des Matrix-Elementes ist der Endzustand, der gegeben ist durch eine Kollektion von freien Teilchen für t gegen Plus und endlich beschrieben durch A-Out-Decker-Erzeugungsoperatoren. Und dann müssen wir eben Matrix-Elemente von diesen Erzeugern bilden und das war eine recht komplizierte Rechnung, die eben von LSZ ausgeführt wurde. Das heißt, man fängt an mit diesem Fockraum-Erzeuger für die freien Zustände. Der ist ja gegeben durch ein Limes von diesem verallgemeinerten Erzeugungsoperator, den wir konstruiert haben, also haben wir es dadurch ersetzt. Der ist ein Integral über die gewöhnlichen Feldoperatoren und deswegen liefert uns diese Abfolge von Rechenschritten letztlich eine Green-Funktion, also einen Vakuum-Erwartungswert von lauter solchen gewöhnlichen Feldoperatoren. Aber die sind eben verziert mit Integralen und mit Faltungen über Wellenfunktionen. Und nach einiger Manipulation hatte man das auf diese schöne Form bringen können, dass das S-Matrix-Element gegeben ist durch die Green'sche Funktion im Impulsraum mit genau den Impulsen, die diesen ein- und auslaufenden Teilchen entsprechen. Und diese ganzen Integrale und die Zwischenschritte haben dazu geführt, dass für jede äußere Linie oder für jedes äußere Teilchen ein Faktor auftritt, und zwar so ein inverser Propagator, nämlich p² minus m² im Zähler, geteilt durch i mal Wurzel z, wobei das Wurzel z die Normierung ist, die auch in der Kellen-Lehmann-Darstellung in Matrixelementen mit freien Feldern auftrat, mit freien Teilchen auftrat. Und das p² minus m² ist genau die Polstelle von den vollen Propagatoren. Das ist also die Ruhemasse der echten Teilchen, der Eigenwert des vollen p²-Operators und hier haben wir halt die Impulse der ein- und auslaufenden Teilchen. Und wir hatten dann als letztes eben gesehen, dass das natürlich im Grenzfall definiert ist. Das heißt, für die
physikalischen Impulse der ein- und auslaufenden Teilchen ist dieser Zähler hier immer Null. Und das heißt, es muss so verstanden werden, dass diese gesamte Green-Funktion hier eine Polstelle hat für p² gegen m². Und diese Polstelle wird genau weggekürzt durch diese Konstruktion an den äußeren Linien. Und dann bleibt halt irgendwas übrig. Und das, was übrig bleibt, ist genau die S-Matrix. Das können wir jetzt heute ein bisschen manipulieren und noch weiter umformen und dadurch noch bessere Einsichten in die S-Matrix bekommen. Aber das ist im Prinzip das Endergebnis für die S-Matrix. Um das also zu vereinfachen, definieren wir jetzt eine neue Größe, und zwar eine amputierte Green-Funktion. Und zwar eine allgemeine Green-Funktion, wo wir hier alle feinen Diagramme letzten Endes haben, mit beliebig vielen äußeren Linien. Die wäre eben gegeben durch dieses G-Schlange mit entsprechend vielen Indizes. Und das können wir jetzt mal schreiben. Und zwar zunächst mal motiviert durch Feynman-Diagramme, nämlich jedes beliebige Feynman-Diagramm, was n äußere Linien hat, geht ja so los. Sie fangen an mit irgendeiner äußeren Linie und dann muss als allererstes mal irgendwas kommen, was eine Korrektur zu dieser Linie ist. Das heißt, wir haben vier Feynman-Diagramme von dieser Struktur, beliebige Feynman-Diagramme, die einfach nur die Linie betreffen, und dann geht es weiter. Dann kommt hier irgendein Rest. Und das kann man machen für jede äußere Linie. Das heißt, wir können die Summe von allen Feynman-Diagrammen aufspalten in Produkte. Einmal von allen Feynman-Diagrammen, die nichts anderes machen, als die äußere Linie korrigieren. Für jede äußere Linie machen wir das, und dann bleiben irgendwelche Restbestandteile der Feynman-Diagramme übrig. Und dieser Rest ist die amputierte Green-Funktion, wo man also die äußeren Linien alle weglässt oder abdividiert. Das heißt, wir schreiben das mathematisch so: Es wird die Green-Funktion g Schlange mit n plus n äußeren Linien mit den Impulsen p1 bis hin zu minus pn'. Die schreiben wir jetzt per Definition als Produkt. Und zwar für jede äußere Linie haben wir eine volle Green-Funktion, also g Schlange 2 für die erste äußere Linie p1 minus p1 und so weiter. Für jede äußere Linie haben wir diese volle 2-Punkt-Green-Funktion bis hin zu minus pn'. Und dann multipliziert mit dem ganzen Rest, und der ist per Definition dann die amputierte Green-Funktion. Also g amputiert mit m plus n äußeren Linien und Argument p1 und so weiter bis minus pn'. Durch diese Gleichung ist also die amputierte Green-Funktion definiert. Und Feynman-diagrammatisch ist das eine ganz natürliche Struktur. Sie kriegen also dann direkt Feynman-Diagramme für die amputierte Green-Funktion. Das sind einfach alle Diagramme, wo Sie die äußeren Linien schlichtweg weglassen. Und dann den ganzen Rest nehmen. Der Rest besteht dann aus Vertices und inneren Linien von virtuellen Teilchen. Okay. Also haben wir die amputierte Green-Funktion definiert. Und jetzt beachten wir mal Folgendes. Diese vollen Propagatoren mit einem beliebigen Impuls P und minus P, die haben ja Polstellen, haben wir ja vorher betont. Die haben Polstellen da, wo die freien Teilchen oder die Einteilchenzustände eine Ruhemasse haben. Und nach der Kellin-Lehmann-Darstellung sah das dann konkret so aus, dass wir eine Polstelle hatten mit dem Residuum Z, das heißt, der Propagator hat die Form I mal Z geteilt durch p² minus diese Ruhemasse ma². Das ist die Polstelle mit dem Residuum, was wir bekommen haben aus der Kellin-Lehmann-Darstellung. Und dann kommt halt der ganze Rest. Der ganze Rest aus der Kellin-Lehmann-Darstellung, der keinen Pol bei ma² hat, sondern der eventuell Verzweigungsschnitte in der komplexen Ebene hat oder Pole irgendwo anders. Spielt jetzt keine Rolle, aber auf jeden Fall hat die Green-Funktion diesen Summand plus einen Rest ohne Pole bei ma. So, das heißt doch jetzt etwas für unsere volle Green-Funktion.
Die volle Green-Funktion ist jetzt natürlich zerlegt in Produkte von lauter Green-Funktionen für die äußeren Linien und irgendeinem Rest. Und jede äußere Linie hat einen Pol bei p² gegen die entsprechende Masse. Das heißt natürlich, dass die ganze Green-Funktion mit diesen n plus m äußeren Linien, die hat natürlich überall Pole, wo irgendeine äußere Linie on-shell wird, wofür irgendeine äußere Linie p² gegen m a² geht. Das heißt, die hat vielfache Pole und damit ist das genauso wie hier verlangt, nämlich wir multiplizieren die Green-Funktion mit diesen inversen Propagatoren und die heben genau die ganzen Pole weg. Und dann bleibt eben dieser Rest hier übrig. Das heißt also, erstmal können wir festhalten, in der Tat, diese ganze Green-Funktion G-Schlange n plus n hat Pole für alle pi Quadrat gegen ma Quadrat. Das ist erstmal das Erste. Und jetzt können wir mal schauen, was für jede äußere Linie in diesem LSZ-Theorem passiert. So, das LSZ-Theorem hat uns diesen Ausdruck geliefert, dass jede äußere Linie verziert ist mit dem Faktor p² minus ma² durch i mal Wurzel z. Also jede äußere Linie hat diesen Faktor pi² minus ma² geteilt durch i mal Wurzel geschwungen z. Das kommt aus dem LSZ. Dann wird multipliziert mit der gesamten Green-Funktion. Und von der Green-Funktion haben wir ja jetzt für jede äußere Linie die Zwei-Punkt-Funktion abgespaltet. Das heißt, für jede äußere Linie kommt jetzt ein Faktor hinzu, G-Schlange 2-Punkt, für den entsprechenden Impuls Pi minus Pi. Ja? Die volle Green-Funktion hat diese Zerlegung, also gibt es für jede äußere Linie jetzt diesen Faktor, multipliziert mit diesem Faktor. Hier die volle Green-Funktion muss man jetzt so zerlegen oder so zerlegen. Das heißt, jede äußere Linie hat eben dann zwei Faktoren, einmal das und einmal das. Und wenn man die zusammennimmt, was passiert dann im Limes p² gegen m². In diesem Limes kürzt jetzt das die Polstelle weg. Und es bleibt übrig z geteilt durch Wurzel z, ist Wurzel z. Und von dem ganzen Rest multipliziert mit dem hier für p gegen p² gegen m a². Es geht gegen 0. Das heißt, der ganze Rest trägt nicht bei. Trägt nur die Polstelle bei. Das heißt, das hier geht für p i² gegen m a² gegen Wurzel z. Das ist alles. Und das heißt eben, dass unser LSZ-Theorem jetzt viel einfacher geworden ist, nämlich diese ganzen äußeren Faktoren, die bewirken einfach das, dass von der Green-Funktion die äußeren Linien amputiert werden. Es bleibt nur noch dieser Faktor Wurzel z übrig und dann die amputierte Green-Funktion. Das ist alles. Das heißt, wir kriegen eine Formel für das LSZ-Theorem und die S-Matrix. Das ist dann das Endergebnis für die S-Matrix. SFI, das ist definiert als der auslaufende Zustand mit den Impulsen P1' bis hin zu Pn', Matrixelement mit einlaufenden Zuständen P1 bis Pm. Und jetzt führe ich auch nochmal eine zusätzliche Bezeichnung ein, nämlich die S-Matrix kann man auch zerlegen als einen trivialen Anteil, Kronecker Delta Fi, der einfach dem 1-Operator entspricht, plus einen nicht-trivialen Streuanteil, und den schreibt man meistens als sogenannte T-Matrix, I mal 2 Pi hoch 4, mal einer vierdimensionalen Delta-Funktion für die ganze Impulserhaltung, P1 plus und so weiter, bis plus Pm minus P1 Strich, minus und so weiter, bis minus Pn Strich.
mal PFI. Durch diese Gleichung ist also eine neue Größe TFI definiert, die sogenannte T-Matrix. Und die ist der eigentlich interessante Streuanteil. Und das hier ist der triviale Teil der S-Matrix, wo nichts passiert. Gut. Dann hatten wir das LSZ-Theorem. Ich habe jetzt hier die linke Seite nicht hingeschrieben, aber die linke Seite war eben so, dass wir bekommen SFI, genau dieses S-Matrix-Element, ist gleich das hier mal 2 Pi hoch 4 mal dieser impulserhaltenden Delta-Funktion. Das heißt, wir kriegen, dass das hier, was hier steht, genau dieses TFI ist. Und diese Delta-Funktion ist dann hier bereits rausdefiniert. Das heißt, das Ergebnis ist I mal diesem TFI, was hier der Vorfaktor von der Delta-Funktion ist, ist gleich das da mit unserer Umformung. Nämlich wir kriegen dann einfach nur noch Wurzel Z für jede äußere Linie hoch M plus N mal der amputierten Green-Funktion G amputiert M plus N Schlange mit den Impulsen P1 bis Pm minus P1' minus Pn'. So, und ich kann hier nochmal dazu angeben, dass das vollständig ist. Wobei die Green-Funktion hier, die Green-Funktion, die war definiert als eine Green-Funktion, wo sie eben für jedes äußere Teilchen in dem Prozess einen Feldoperator haben, also volles Vakuum, dann T-Produkt. Für jedes auslaufende Teilchen kriegen wir einen Feldoperator O, also n solche Faktoren. Und für jedes einlaufende Teilchen kriegen wir einen Feldoperator O Decker, also M mal. Und dann Vakuum. Das ist die Green-Funktion. Und die müssen wir also ausrechnen und davon brauchen wir dann den amputierten Anteil im Impuls V mit den entsprechenden Impulsargumenten. Das muss multipliziert werden mit Wurzel Z. Und das war nochmal das Wurzel Z. Das Wurzel Z konnte man folgendermaßen ausrechnen. Wurzel Z ergab sich als dieses Matrix-Element, Vakuum und dann der entsprechende Feldoperator O und der Einteilchenzustand vom Teilchentyp A mit Impuls P. Und im Allgemeinen kam da ja raus E hoch minus IPX, aber wenn Sie das Ortsargument X gleich 0 wählen, dann liefert das hier H genau das Wurzel Z. Und das Ganze ist das LSZ-Theorem. Das ist ein zentrales Theorem der Vorlesung. Das haben wir jetzt vollständig hergeleitet und es bedeutet, dass wir jetzt in der Lage sind, beliebige S-Matrix-Elemente, also für beliebige Streuprozesse, in Quantenfeldtheorien auszurichten. Okay. Damit würde ich gerne noch ein paar Bemerkungen machen zu Verallgemeinerungen. Dann ist es relativ klar, dass einige Verallgemeinerungen jetzt möglich sind und auf der Hand liegen, ohne weitere Herleitung. Gibt es aber erstmal zu dem bisherigen Kommentare oder Fragen? Ja. Also ich habe mich gefragt, weil wir die SVG amputiert definiert haben, dann mehr auf diese auslaufenden Kurse, dass minus P entspricht, P entspricht, diese zwei Funktionen und so weiter. Ist das eigentlich egal? Ich muss da reinstecken.
Moment, Sie meinen wegen dem Vorzeichen, oder? Nee, weil also bei diesen zwei Punkten von Zorn, wenn ich da P minus P habe oder minus P. Ach so, ja gut, also nach unserer Originaldefinition haben die Impulse ja eine ganz bestimmte Richtung. Und die Zweipunktfunktion, die wäre jetzt hier immer eine Zweipunktfunktion O Decker. So, dann ist O und O Decker ist nicht gleich, nicht im Allgemeinen jedenfalls nicht. Und dann spielt die Impulsrichtung eine Rolle. Und wir haben die Green-Funktion so definiert, dass die Impulse eben einlaufend sind. Und das erste Argument würde dann hier diesem O entsprechen. Und das eine läuft dann eben der Impuls P1 ein, aus dem anderen läuft der Impuls P1 wieder aus. Sodass das passend ist. Aber jetzt fällt mir gerade ein, dass ich checken muss, ob die Kamera überhaupt an ist. Gut, nicht, dass wieder diese Katastrophe vom letzten Mal passiert. Okay, tut mir leid wegen der Verzögerung. Genau. Das ist Delta-FPS, wenn die Impulse gleich werden. Genau, also im Operator-Sinn, das würde einfach dem Matrix-Element entsprechen hier. Endzustand, Anfangszustand, aber nicht out-in, sondern eben so zum Beispiel in, das heißt die gleichen Teilchen sind am Anfang und am Ende vorhanden, ohne dass die miteinander streuen. Und das ist natürlich nur ungleich Null, wenn alle Teilchen und alle Impulse genau gleich sind. Mit entsprechender Normierung. Okay, dann also zu einigen Verallgemeinerungen. Das erste ist ganz klar, wenn wir unterschiedliche Teilchensorten haben, was passiert dann? Okay. Bisher haben wir halt einfach. Bisher jedenfalls einfach eine Teilchensorte hatten wir und deswegen haben wir immer dieselben Feldoperatoren hier gehabt in unserer Green'schen Funktion und alle Teilchen hatten natürlich dieselbe Ruhemasse MA. Aber das muss natürlich nicht sein. Wir könnten Prozesse betrachten, wo viele unterschiedliche Teilchensorten miteinander wechselwirken. Sagen wir mal Teilchensorte A1, Teilchensorte A2, Teilchensorte A3, A4 und so. Was passiert dann? Dann ist natürlich im Grunde genommen alles gleich, nämlich für jedes einzelne Teilchen brauchten wir ja in unserer Herleitung so einen Erzeugungsoperator. Der einzige Unterschied ist, dass diese Erzeugungsoperatoren jetzt nicht mehr alle dieselben sind und nicht mehr alle zum selben Feldoperator hier korrespondieren. Aber für jedes einzelne Teilchen kann man die Schritte durchführen und dann landet man für jedes Teilchen bei einem unterschiedlichen Feldoperator. Wenn das noch weitergeht, muss man mal was fragen da draußen. Auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Sache. Also wir brauchen dann Green-Funktionen für die entsprechenden Feldoperatoren. Sagen wir dann O für Teilchen A1 bis hin zu O für Teilchen A4. In diesem Fall. Und da muss man dann schauen, welche Feldoperatoren die sind, die aus dem Vakuum diese entsprechenden Teilchensorten erzeugen. Das heißt, jeweils müssen wir dann sowas auch definieren, wie Wurzel Z für die entsprechende Teilchensorte AI. Und das wäre dann das Matrixelement zwischen Vakuum und dem Feldoperator AI. Und dem Teilchentyp AI mit dem entsprechenden Impuls. Okay. Das heißt, wir müssen dann, der Startpunkt ist dann diese Teilchensorte hier.
Und Sie müssen dann in Ihrer Liste von Feldoperatoren schauen, welcher Feldoperator hat ein nicht verschwindendes Matrixelement zwischen diesem Einteilchenzustand und dem Vakuum. Irgendeinen muss es geben und den müssen Sie dann nehmen, dann rechnen Sie das entsprechende Wurzel Z aus und von diesen Feldoperatoren bilden Sie dann die Green-Funktion und dann normieren wir eben durch die entsprechenden Wurzel Z und dann kriegen wir ein perfekt normiertes S-Matrix-Element für diese Teilchen. Dann müssen wir natürlich die Impulse Pi² auf immer die entsprechende Masse Mai² setzen und nicht immer auf die gleiche. Das heißt, das ist eine offensichtliche, selbstverständliche Änderung. Haben Sie was erreicht? Nee, das kann nichts anderes machen, aber wir haben Lehrmittag. Ja, das dachte ich mir nämlich. Sie haben immer Mittag. Aber man kann die auch gar nicht tauschen. Das ist jetzt nicht. Das geht nicht alles. Ja, wir versuchen es rhythmisch entsprechend anzupassen. Gucken wir mal. Gut, also das wäre jedenfalls die offensichtliche Verallgemeinerung, wenn wir Mehrteilchen haben. Aber eine Voraussetzung habe ich ja immer angenommen, nämlich wir haben skalare Teilchen mit Spin 0. Und das ist eine Einschränkung an unsere ganzen Gleichungen. Und die haben wir hier noch nicht aufgegeben. Das hier würde immer noch nur gelten für skalare Teilchen, aber eben immerhin für beliebige, unterschiedliche skalare Teilchen. Und in der ganzen Vorlesung haben wir bisher noch nie was anderes als Spin 0 durchgenommen. Deswegen wissen Sie prinzipiell nichts über Spin ungleich 0. Aber ich denke, viele von Ihnen oder wahrscheinlich sogar alle wissen natürlich was über die Dirac-Gleichung und über Spinoren und über Standardmodellteilchen und so weiter. Deswegen denke ich, dass ich hier einfach vom Himmel fallen kann, lassen kann, einige Änderungen, die man bekommt für Spin-Ungleichung. Was passiert also für Spin ungleich 0? Und wir können mal ganz konkret speziell Spin 1/2 betrachten und da auch dann speziell Dirac-Teilchen, wie zum Beispiel das Elektron. Oder nur als Skizze. Aber ich denke, Sie können das wahrscheinlich verstehen. Unterbrechen Sie mich, wenn ich irgendwas einfügen soll. Also als erstes hatten wir in der Vorlesung hier gehabt die freien Feldoperatoren für die freie Theorie. Und das kann man hier auch machen, einen freien Feldoperatoren für Spin-1/2-Teilchen. Nennen wir es mal Psi, Psi frei von X. So, wie war das nochmal beim Skalarfeld? Beim Skalarfeld ging es los mit diesem dp-Schlange-Integralmaß zur Masse m². Und dann hatten wir beim Skalarfeld hier einen Erzeuger bzw. Vernichter a von p gehabt, mal eine e-Funktion e hoch minus ipx. Und dann beim komplexen Feld hatten wir einen Erzeuger b kreuz für Antiteilchen gehabt von p und e hoch ipx. So, und das ändert sich jetzt ein bisschen. Nämlich, das Erste, was sich ändert, ist, dass wir einen Spin haben, der ungleich 0 ist. Das heißt, wir müssen hier nicht nur über die möglichen Impulse integrieren, sondern auch über die möglichen Spins summieren, sodass wir hier alle Möglichkeiten haben, wie dieses Dirac-Teilchen realisiert sein kann. Also haben wir hier noch eine Summe über den Spin S gleich plus minus 1/2. Und dann haben wir eben Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, die sowohl vom Impuls als auch von dem Spin plus minus 1/2 abhängen. Sie können dann aus dem Vakuum eben Teilchen erzeugen mit einem definierten Impuls und einem definierten Spin. Die E-Funktion bleibt gleich und die Erzeuger-Vernichter-Struktur ist auch gleich wie vorher, aber dann kommt jetzt dazu, dass der Operator hier ja ein spinorwertiger Operator sein soll mit einer vierkomponentigen Größe als Ergebnis. Und deswegen brauchen wir hier zahlenwertige Spinoren U von P und S und 4 plus V von P und S als Vorfaktoren. Und das sind eben komplexwertige, zahlenwertige, vierkomponentige Spinoren, die auch abhängen vom Impuls und vom Spin. Und das ist dann unser Feldoperator. Das heißt, die Anatomie ist analog zum Skalarfeld, bloß mit diesen feinen Unterschieden. Und das hier ist jetzt so ein vierkomponentiger, komplexer Spinor.
das hier auch. Und das würde man jetzt in unserem Zusammenhang als Wellenfunktion bezeichnen. Das hier wäre also ein Vernichtungsoperator für Elektronen. Vernichter für E-. Und das hier ist ein Erzeuger für Positronen. Für E+. Also weil die Zahlensachen, das sind ja Quaternionen. Also die Zahlensachen. Nee, komplexe Zahlen. Komplexe Zahlen. Komplexe Zahlen. Und das hier sind Operatoren, die auf dem Hilbertraum oder auf dem Zustandsraum definiert sind. Und das sind ganz normale komplexe Zahlen. So, dann erfüllt dieser Operator natürlich wie immer eine Heisenberg-Bild-Bewegungsgleichung. Achso, vier Komponenten im Sinne von mit den Pauli-Matrizen, oder? So, genau, die, mit den Gamma-Matrizen können Sie da drauf wirken. So eine Größe mit 1, 2, 3, 4 komplexen Zahlen als Einträge. Ich will nicht Vektor sagen, weil das ist dann verwechselbar. Es ist halt ein Skidor, aber es ist eigentlich im mathematischen Sinne einfach ein komplexer, vierkomponentiger Vektor eines vierdimensionalen komplexen Vektorraums. So, dann die Heisenberg-Bild-Bewegungsgleichung ist ja immer die normale Bewegungsgleichung aus der klassischen Theorie. Und das ist hier die Dirac-Gleichung, das heißt, dieser Feldoperator erfüllt I d slash minus m auf dieses freie Feld, psi frei, gleich 0. Das, genauso wie unser Skalarfeldoperator die Klein-Gordon-Gleichung, Box plus m Quadrat, phi gleich 0 erfüllt hat, erfüllt es die Dirac-Gleichung. Und das impliziert halt jetzt, wenn man eingeht in die Gleichung von den E-Funktionen, kriegen wir dann hier p slash minus m, das wirkt auf u. Das heißt, dieses u und v, die erfüllen die Dirac-Gleichung im Impulsraum. Das heißt, wir kriegen p slash minus m auf u ist gleich 0 und p slash plus m auf v ist ebenfalls gleich 0. Das heißt, u und v sind Eigenvektoren zu der p slash Matrix mit Eigenwert plus minus m. Da gibt es jeweils zwei Eigenvektoren zu plus minus m, die sich durch den Spin unterscheiden. Und damit spannen diese u von ps, v von ts diesen vierdimensionalen Spinorraum auf. So, und dann haben wir Matrixelemente. Zum Beispiel Vakuum frei und dann dieses freie Feld psi frei am Punkt x gleich 0 und einem e minus p und s. Was ist dann dieses Matrixelement? Da trifft eben hier dieser Erzeuger, vielmehr Vernichter A, für Elektronen auf diesen Elektronenzustand. Und wenn die Impulsargumente übereinstimmen, vernichtet er das und es gibt einen Beitrag zu diesem Matrixelement. Das Ergebnis ist dann der Vorfaktor vor diesem A. Der Vorfaktor ist diesmal nicht nur eine E-Funktion, sondern auch der Spinor U von P. Das heißt, hier kommt raus U von P, S. Und genauso könnten Sie Matrixelemente machen zwischen diesem Psi-frei, Vakuum und Positronenzuständen. Da würde dann dieses V herauskommen und Sie können auch Matrixelementen bilden mit Psi-quer und auslaufenden Elektronen- und Positronenzuständen und dann kriegen Sie die vier Kombinationen, dass entweder U oder U-quer oder V-quer herauskommt. Auf jeden Fall, das hier wäre jetzt ein Matrixelement, was man interpretieren kann als ein einlaufendes Elektron in den Prozess und die entsprechende Wellenfunktion ist dann dieses U. Dann hatten wir ein letztes Element gebraucht in der Herleitung des LSZ-Theorems, nämlich wie konnte man eigentlich diesen Erzeugungsoperator A-Kreuz aus so einem Quantenfeld herausholen. Das war ja damals so, dass man diese Umkehr-Fourier-Transformation gebraucht hatte, um aus dem Phi wieder A Decker zu gewinnen und damals war dann so wichtig dieses D0 nach rechts und links, diese komische Konstruktion, die dafür da war, dass man das 1 durch 2 P0 aus diesem Integralmaß wegheben konnte. So war es beim Skalarfeld. Das heißt, da hatten wir genau diese Rücktransformation für A Decker angegeben. Und das braucht man jetzt auch
Denn diese Rücktransformation brauchen wir, um so ein Analogon zu diesem effektiven Erzeugungsoperator für Einteilchenzustände in der wechselwirkenden Theorie zu bekommen. Das heißt, wir müssen uns anhand dieses freien Feldoperators überlegen, wie hier für das Dirac-Feld die Rücktransformation aussieht. Und die ist eben jetzt folgende. A von PS ist gleich das folgende Integral d3x, das hatten wir im Skalarfeld auch, dann psi frei quer von x. Und jetzt kommt nicht dieses d0 nach rechts und links, sondern es kommt eine Gamma-Matrix, Gamma 0, mal e hoch minus ipx, mal einem Spinor u von ps. Das heißt, d0 nach rechts und links ist ersetzt durch Gamma 0, Gamma-Matrix, und es kommt hinzu dieser Spinor u von ps. Und Sie können jetzt im Kopf überlegen, ob das stimmt, und es stimmt. Was nämlich passiert ist, erstmal, wir kriegen hier dann wieder so eine Relation. Hier das Psi frei enthält die Exponentialfunktion. Hier steht eine Exponentialfunktion, wenn wir über x integrieren, gibt es letztlich eine Delta-Funktion zwischen diesem Impuls und diesem Integrationsimpuls. Das bedeutet, das Integral fällt weg und die Impulse hier werden gleich diesem vorgegebenen Impuls. So, dann steht also nur noch da sowas wie a von p und s. Aber es gibt immer noch die Summe über S. So, und die Summe über S, die fällt jetzt dadurch weg, dass wir jetzt hier U quer von P mit Summationsindex S haben und hier das explizite vorgegebene U von P mit einem vorgegebenen S. Die sind orthonormiert. Das heißt, für verschiedene S gibt es 0 und für das gleiche S gibt es eine Normierungskonstante. Das heißt, die Summe über S fällt weg, dieses S wird gleich diesem vorgegebenen S und die Normierungskonstante ist genau 2 mal P0, 2 mal der Energie. Und das kürzt dieses 1 durch 2 P0 hier weg. Und dadurch ergibt sich dann, dass alles insgesamt aufgeht. Das heißt, das 2 P0, was das Integralmaß wegkürzt, entsteht ja auf eine andere Weise, nämlich durch die Normierung von diesen Spinoren hier. Aber dann ist das die Rücktransformation und da sehen Sie, da taucht eben als zusätzliches Element genau die Wellenfunktion auf, die auch hier auftaucht als Matrixelement zwischen dem Einteilchenzustand und dem Vakuum. Hier U und hier ebenfalls U. Und jetzt sind wir in der Lage, im Kopf durchzugehen, was sich am LSZ-Theorem ändert. Nämlich, wir fangen jetzt an, einen Zustand oder S-Matrix zu bekommen, für ein einlaufendes Elektron. Das einlaufende Elektron soll dann durch einen Erzeuger aus dem Vakuum erzeugt werden. Und wir kriegen dann natürlich mit den wechselwirkenden Feldern in der vollen Theorie so einen analogen Operator konstruiert, genau wie wir es für den skalaren Fall gemacht haben. Der einzige Unterschied zu damals ist, dass das D0 nach rechts und links ist jetzt ersetzt durch das Gamma 0 und es kommt hinzu dieser Spinor U von P. Der zieht sich einfach durch die ganze weitere Rechnung durch. Alles andere ist wie gehabt. Und dann kommt halt eine Green-Funktion raus mit dem entsprechenden Elektronfeldoperator der Theorie. Und dann passiert hier am Ende noch was. Nämlich anstatt dem D0 nach rechts und links, was zu diesem kleinen Gordon-Operator geführt hat, steht halt jetzt Gamma 0 da und das führt zum Dirac-Operator. Das heißt, es wird dann hier sowas wie P/-M auftauchen als inverser Dirac-Operator anstatt als inverser Klein-Gordon-Operator. Und die Wellenfunktion U von P, die zieht sich einfach durch. Das heißt, im Prinzip kommt genau das Gleiche raus wie vorher, nämlich ein amputierter äußerer Kooperator und das zusätzliche Element ist die Wellenfunktion für die ein- und auslaufenden Teile. Und das will ich dann mal aufschreiben. Okay, das heißt, damit gilt dann allgemein Folgendes. I mal TFI ist jetzt, ich schreibe es einfach bildlich hin, hier die amputierte Fourier-transformierte Green-Funktion für die entsprechenden äußeren Teilchen.
amputiert. Das heißt, diese Operatoren amputieren immer die äußere Linie mit dem passenden Differentialoperator. Und an den äußeren Linien taucht jetzt auf nicht nur Wurzel z, sondern Wurzel z mal einer Wellenfunktion. So, für jede äußere Linie Wurzel z mal einer Wellenfunktion. Hier auch Wurzel z mal einer Wellenfunktion. So, und dann kann man als Rechenregel angeben, bei einlaufenden Teilchen haben Sie immer die Vorschrift, dass Sie dieses Wurzel z für das entsprechende Teilchen Wurzel zi mal der Wellenfunktion für das Teilchen i kriegen Sie, indem Sie dieses Matrixelement bilden zwischen Vakuum und dann dem entsprechenden vollen Feldoperator der Theorie O an der Stelle 0 für das entsprechende Teilchen AI mit Impuls PI. So, und da kommt eben beim Skalarfeld nur heraus das Wurzel Z und diese Wellenfunktion ist dann die 1. Aber beim Dirac-Feld kommt dann heraus das hier, nämlich es kommt heraus der Speedo U von PS für das entsprechende Elektron mit dem entsprechenden Spin und dann noch multipliziert mit so einer Normierungskonstante Wurzel Z. Das heißt, das ist die allgemeine Vorschrift. Und sowas steht an jeder einlaufenden Linie. Und an den auslaufenden Linien kriegen Sie das entsprechende Wurzel Z mal der Wellenfunktion durch das entsprechende Adjunktierte. Also hier Teilchenzustand AI mit Impuls PI. Dann der gedeckerte Operator und das Vakuum. Und da kommt eben dann bei den unterschiedlichen Teilchensorten unterschiedliches für die Wellenfunktion raus. Und ich gebe jetzt hier einfach eine Liste an für diese Wellenfunktionen. Erstmal beim Skalar. Beim Skalar hatten wir es bisher, da gibt es keine Wellenfunktion, beziehungsweise die Regel für so eine skalare Wellenfunktion, für ein einlaufendes Skalar wäre einfach gleich 1. So. Das ändert nichts. Und beim auslaufenden Skalar ist es ebenfalls gleich 1. Dann aber, was ist die Wellenfunktion für ein einlaufendes Elektron? E minus. So, dann also hier Pfeilrichtung deutet an die Richtung des Fermionflusses. Elektron läuft ein und dann haben wir gesehen, die Wellenfunktion wird durch diese Vorschrift berechnet und das Ergebnis ist dieses U von PS, also Dirac-Spinor, der diese Dirac-Gleichung erfüllt mit dem entsprechenden Impuls und dem entsprechenden Spin. U von PS. Und beim auslaufenden Elektron wäre es dann entsprechend U quer von PS. Dann beim Positron, E plus, also ein einlaufendes Antifermion, wäre die Pfeilrichtung so gezeigt, um anzudeuten, dass es ein Antifermion ist. Und dann muss man gucken, dass eben hier das entsprechende Matrixelement ist dann ungleich 0, wenn ich Psi quer hier reinsetze und hier E plus habe. Und dann ist das Ergebnis V quer. Also V quer von P und S. Und ein auslaufendes Antiteilchen hätte dann V ohne Quer von P und S. Und dann kann man auch noch für Vektorteilchen was machen, wie Photonen oder Z-Bosonen. Einlaufende Vektorbosonen, die hätten dann auch eine Wellenfunktion, die habe ich jetzt hier gar nicht weiter charakterisiert, aber die würde man als Epsilon μ bezeichnen von P und dem Spin und einem auslaufenden das gesternte Epsilon μ Stern von P und S. Und das bezeichnet man als Polarisationsvektor. Gibt also die Polarisation des entsprechenden Vektorteilchens an.
Ja, und damit haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, sogar alle S-Matrix-Elemente für alle diese Teilchensorten auszurechnen. Und für einige, die in der Standardmodellvorlesung im letzten Semester waren, könnte Ihnen das bekannt vorkommen, weil ich da auch auf andere Weise die Feynman-Regeln für solche äußeren Elektronen und Positronen eben hergeleitet habe. Und da traten diese Wellenfunktionen eben auch auf. In dem LSZ-Formalismus entstehen die über diese Rechnung, die ich gerade skizziert habe. Okay, das waren die Verallgemeinerungen. Ja, kann man auch eigentlich mal einrahmen hier, das ist das allgemeine Endergebnis. Gut, sind irgendwelche Fragen aufgetaucht? Falls nicht, dann entspannen Sie sich. Dann machen wir jetzt noch ein paar Bemerkungen zur S-Matrix, denn die Ergebnisse sind jetzt da. Wir haben so einen Gipfel erklommen in der Vorlesung und jetzt nutzen wir das mal ein bisschen aus und machen ein paar spielerische Bemerkungen zu dieser S-Matrix. Was sind also die Eigenschaften? Der S-Matrix. Ja, da sind natürlich sehr, sehr viele wichtige Eigenschaften und wir werden hier ein paar ganz allgemeine Eigenschaften mal herausgreifen und diskutieren. Und die erste Eigenschaft ist Unitarität. Die S-Matrix entspricht einem unitären Operator. Zunächst mal kann ich überhaupt einen Operator definieren, der der S-Matrix entspricht. Bisher sind ja nur Matrix-Elemente definiert, aber ich kann natürlich sagen, SFE, das Matrix-Element, was definiert war als dieses Übergangs-Matrix-Element von einem Out- und einem In-Zustand. Das kann ich als Operator schreiben, indem ich hier F-Out und dann S-Operator angewandt auf den entsprechenden Out-Zustand mache. Okay. Dann ist dieses Ergebnis hier, dieses Matrix-Element, jetzt definiert worden als Matrix-Element von einem Operator S zwischen Zuständen aus der gleichen Basis. Die Out-Zustände bilden eine Basis. Dann habe ich hier bezüglich dieser Basiselemente Matrix-Elemente gebildet und das definiert diesen S-Operator. Das heißt, in dem Sinn sehen Sie, dass S angewendet auf irgendeinen Out-Zustand gibt den entsprechenden In-Zustand, das heißt der implementierten Basiswechsel und ist deswegen unitär. Entspricht einem Basiswechsel von Out zu In und ist deswegen unitär. Beide Basen sind ja orthonormiert, deswegen ist der entsprechende Basiswechsel, spricht einer unitären Transformation. Also haben wir S Decker S ist gleich der 1-Operator. Ganz einfach. Da gibt es höchstens noch eine kleine Fußnote. Es ist im Allgemeinen in Feldtheorien nicht bewiesen, dass diese Basis, die aus diesen In- oder Out-Zuständen aufgespannt wird, überhaupt vollständig ist. Das heißt, das ist nicht unbedingt beweisbar, dass jeder Zustand der Theorie im völlig allgemeinen Fall immer als Linearkombination von Out- oder In-Zuständen beschrieben werden kann. Aber physikalisch ist es relativ klar, dass wenn Sie Teilchen eben beliebig weit entfernen, dass sie dann halt asymptotisch frei werden und dass jede Kollektion von Teilchen nach unendlich langer Zeit in so einen Zustand übergehen muss. Und jedenfalls mindestens auf dem Teilraum, der durch diese Streuzustände definiert ist, ist die S-Matrix dann natürlich unitär. So, das ist die erste Eigenschaft. Und das zweite ist jetzt ein Kontakt zu einigen früheren Vorlesungen.
Es gibt eine störungstheoretische alternative Definition. Nämlich in der Störungstheorie würde man analog zu unserer Dyson-Reihe und Gell-Mann-Low-Formel sowas herleiten können. S-Operator ist gleich das zeitgeordnete Produkt von e hoch i mal Integral d4x über die Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte der Theorie. Das entspricht ja unserem Zeitentwicklungsoperator. Und wenn wir eben für Zeiten gegen Minus und Plus unendlich gehen, dann haben wir hier ein volles d4x-Integral. Und dann wäre das eigentlich der S-Operator in der Störungstheorie, wenn man diese Herleitung von damals über Wechselwirkungsbild und Dyson-Reihe weiterführt, würde sich das automatisch ergeben. Aber wir haben ja damals auch schon gesehen, dass es da einige Konvergenzprobleme gab und Operatoren wurden im Limes undefiniert. Es gab Infrarot-Divergenzen und so weiter. Haag'sches Theorem für die Dyson-Reihe. Das heißt, es ist nicht so klar, wie mathematisch sinnvoll das eigentlich ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es mal formal herleitet, dann ist in diesem Zusammenhang natürlich die Unitarität komplett offensichtlich, wenn diese Lagrange-Dichte hier hermetisch ist. Und das ist sie ja. Dann haben wir e hoch i mal den hermetischen Operator. Das ist ein unitärer Operator. Das heißt, hier ist die Unitarität offensichtlich. Da L-Int hermetisch ist. Und was schön ist, und das haben wir in einigen früheren Vorlesungen gemacht, ist, dass man die Wellenfunktion wie dieses U von P, U, V von P und so sehr direkt ablesen kann. Nämlich, man muss dann eben für diese Größe hier auch sowas wie Wick-Theorem machen und dann gibt es Kontraktionen zwischen Feldoperatoren wie Phi von X und einem einteiligen Zustand A, P. Dann hier die Notation aus dem Wick-Theorem für solche Kontraktionen mal benutzt. Braucht man solche Kontraktionen, die wir bisher nicht brauchten, aber wenn man die ausrechnet, dann ergibt sich eben genau so eine Wellenfunktion. Und dann kann man also in diesem Formalismus die Dirac-Wellenfunktion, welche Wellenfunktion für welches äußere Teilchen relevant ist, sehr direkt ablesen. Und jetzt habe ich gesagt, das ist aber mathematisch nicht immer eindeutig oder nicht offensichtlich gut definiert. Und man kann es aber störungstheoretisch einfach auswerten und mit dem vergleichen, was aus dem LSZ-Theorem rauskommt, was ja absolut bewiesen ist. Und dann stellt man fest, die Feynman-Diagramme für das hier und für LSZ sind genau dieselben. Das heißt, das ist dann eine nachträgliche Rechtfertigung von dieser Vorschrift hier. Das stimmt also mit LSZ überein. Allerdings nicht immer, sondern nur dann, wenn dieses Wurzel Z hier gleich 1 ist. Das ist nämlich genau der einzige Unterschied. Aus dem hier würde einfach rauskommen, dass Sie die amputierte Green-Funktion ausrechnen müssen, aber LSZ sagt uns, dass wir die amputierte Green-Funktion mit diesen ganzen Wurzel Z Normierungsfaktoren für die äußeren Teilchen multiplizieren müssen. Und diese Normierung, die wäre hier falsch. Und dieses Falsche, das liegt daran, dass eben für Wurzel Z ungleich 1 ist das hier mathematisch nicht konvergent. Also das sind die Integrale, die da dann auftauchen. Nicht konvergent, aber für Wurzel z gleich 1 ist es eben konvergent und stimmt mit LSZ überein. Für LSZ ist allgemein richtig. Und für z ungleich 1 divergente Integrale in dieser störungstheoretischen Formulierung. Aber eine weitere Bemerkung ist, dass wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, eben nämlich mit z gleich 1 und dann sind die Integrale konvergent,
Oder es gibt auch andere Möglichkeiten, nämlich man kann erstmal ein endliches Raumzeitvolumen betrachten und dann später das Raumzeitvolumen gegen unendlich gehen lassen. Dann kann man damit sehr gut arbeiten. Und das war die Methode, die angewendet wurde von Gogol, Ljubow, Schirkow. Hatte ich Ihnen nämlich genannt, dass die analysiert haben, was sind die Konsequenzen davon, dass man für die S-Matrix Unitarität und Kausalität fordert. Und das haben die in diesem Rahmen gemacht. In diesem Rahmen Unitarität und Kausalität untersucht. Und dann eben das festgestellt, was ich Ihnen damals gesagt habe, dass nämlich Unitarität eindeutig aus einer niedrigeren Ordnung den Imaginärteil der nächsten Ordnung festlegt und Kausalität legt eindeutig den Realteil fest, bis auf lokale Zusatzterme, die undefiniert sind. Das ist diese Analyse hier. Das war damals das Kapitel 3.4.3. Gut, aber da das eben äquivalent zu LSZ ist, wie man dann sieht, gilt eben Unitarität und Kausalität auch für unsere Rechnungen hier. So, und dann eine Folgerung aus der Unitarität ist das optische Theorem. Das ist ein ganz wichtiges Theorem aus der Quantenfeldtheorie, was diese Tatsache genau zum Ausdruck bringt, die ich gerade erwähnt habe, nämlich, dass Sie aus einer niedrigeren Ordnung den Imaginärteil der nächsten Ordnung ausrechnen können. Oder umgekehrt, wenn Sie wollen, aus dem Imaginärteil der nächsten Ordnung kriegen Sie halt irgendwas über die niedrigere Ordnung, wenn es manchmal einfacher ist, halt die höhere Ordnung auszurechnen. Also schreiben wir mal auf, was Unitarität bedeutet. S Decker S ist gleich der 1-Operator und wir haben die S-Matrix oder S-Operator zerlegt als 1-Operator plus I mal dem T-Operator oder der T-Matrix, hatte ich ja vorhin eingeführt. I mal T ist die eigentlich interessante Streumatrix. So, wenn wir dafür jetzt mal Unitarität ausnutzen, was folgt dann für diese T-Matrix? Dann haben wir also S-Decker ist 1 minus I mal T-Decker mal 1 plus I mal T ist gleich 1. Okay. Wenn man das ausrechnet, dann ergibt sich hier 1, die fällt weg, dann minus i mal t Decker mal 1, dann plus i mal t und dann plus t Decker t. Und das Ganze ist dann gleich 0, weil die 1 weggefallen ist. Das heißt, wir kriegen eine Relation zwischen letztlich Betragsquadrat von t mit sowas wie Imaginärteil von t. Wenn es mal auf die eine Seite bringt, dann haben wir t Decker t ist gleich, dann auf die andere Seite gebracht, minus i mal t minus t Decker. Und das ist jetzt eine Operatorbeziehung. Und ich kann auch Matrixelemente betrachten und das gilt natürlich für alle Matrixelemente und das optische Theorem ist jetzt ein Spezialfall, nämlich wenn wir diagonale Matrixelemente anschauen. So, dann schauen wir diagonale Matrixelemente an, also T, Decker T und davon ein Matrixelement, sagen wir Matrixelement II bezüglich zweimal demselben Zustand. Das ist dann gleich dem II-Matrixelement auf der rechten Seite. Das ist dann hier T-Matrixelement II und hier T-Matrixelement II transponiert Stern. Transponiert fällt weg wegen II. Also haben wir hier dann einfach. I zu nehmen ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Bitte? I zu nehmen ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Finden Sie? Eher wegen dem anderen I. Ja, aber Sie haben vielleicht noch nicht bemerkt, dass ich natürlich eine Geheimnotation habe für das komplexe I. Das schreibe ich nämlich immer als geschwungen I.
Und die anderen I's beschreibe ich als normales I. Müssen Sie nicht so machen. Aber deswegen gibt es für mich da keine Verwechslungsgefahr. Also ich behalte das mal bei, weil I steht hier für Initial State. Und das hat keinen Sinn, das anders zu bezeichnen als mit I. So, aber jetzt fällt es ja weg. Nämlich jetzt haben wir hier TII minus TII Stern. Das ist I mal der Imaginärteil von TII mal 2. Mit diesem minus I fällt das I weg. Gibt genau 2 mal Imaginärteil von diesem TII Matrixelement. Das heißt, wir haben eine Relation zwischen dem Matrixelement von T selbst, Imaginärteil davon, und dem Matrixelement von T Quadrat. Das ist eine interessante Relation. Und das schreibe ich jetzt nochmal hier ein bisschen um, nämlich noch expliziter. Das Vertragsquadrat auf der linken Seite, da kann ich jetzt eine 1 einschieben und dann ist das eben die Summe über alle N-Zustände F von dem Betragsquadrat aller Matrixelemente TFI. Ja, das ist dieses T-Decker-T-Matrixelement II, ist das hier. Und auf der rechten Seite steht nach wie vor 2 mal Imaginärteil von TII. Und diese Formulierung ist eine schöne Formulierung für das optische Theorem. Okay. So, da haben Sie es. Also hier habe ich mal 1 eingeschoben mit einer Basis von N-Zuständen F. Und dann kriegen wir das da hier. So, auf der linken Seite steht jetzt also die Summe über alle Betragsquadrate von TFI. Jedes einzelne Betragsquadrat ist ja die Wahrscheinlichkeit für die Streuung von I nach F. Wir summieren über alle F, das heißt, hier steht die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass das I in irgendeinen x-beliebigen N-Zustand streut. Also die Gesamtwahrscheinlichkeit. Für I nach alles. Und zwar für eine nicht triviale Streuung für I in beliebige N-Zustände. Das ist die linke Seite. Das heißt, können wir mal so grafisch darstellen. Hier haben wir einen Anfangszustand I und der streut jetzt in beliebige N-Zustände hier alles Betragsquadrat. Aber so eine Streuung kann ich auch, Betragsquadrat kann ich auch schreiben als hier beliebigen N-Zustand und dann multipliziert mit dem komplex konjugierten Matrixelement, das kann ich mal grafisch so darstellen. Dann haben Sie also hier das Matrixelement für die Streuung TI nach F und hier das komplex konjugierte Matrixelement TI nach F gesternt. Das ist das, was auf der linken Seite steht und hier wird summiert über alle möglichen Zustände, in die dieses I halt reinstreuen kann. Wenn Sie jetzt an Feynman-Diagramme denken, dann hätten Sie eben zum Beispiel hier, sagen wir mal, QED, Photon nach E plus E minus und hier dann Photon nach E plus E minus. So, und das Betragsquadrat von diesem Feynman-Diagramm wäre dann das, was auf der linken Seite steht. Dann ist das eben ein Feynman-Diagramm der niedrigsten Ordnung, butterweich auszurechnen, ist eine reine Zahl im Wesentlichen. Betragsquadrat liefert die linke Seite. So, was steht auf der rechten Seite? Auf der rechten Seite steht also der Imaginärteil der Vorwärtsstreuamplitude. Und grafisch können wir das so darstellen, Imaginärteil von der Amplitude I mit beliebigen Zwischenzuständen streut wieder nach I. Wenn Sie an Feynman-Diagramme denken, dann wäre das zum Beispiel so ein Feynman-Diagramm, Gamma, Photon, E plus E minus, Loop, streut wieder zu Photon.
Imaginärteil davon. Und da sehen Sie eben jetzt diesen berühmten Zusammenhang, nämlich die linke Seite ist gleich der rechten Seite. Das heißt, um diesen Imaginärteil von diesem Einloop-Diagramm zu kriegen, müssen Sie nicht das Einloop-Diagramm ausrechnen, sondern es reicht, wenn Sie das Tree-Level-Diagramm hier nehmen, bilden Betragsquadrat und summieren dann über alle möglichen Endzustandsimpulse, die dieses E plus E minus hier haben kann. Das heißt, aus dem Diagramm niedrigerer Ordnung kriegen Sie eindeutig eine Vorhersage, was der Imaginärteil hier sein muss. Und eine echte Looprechnung muss natürlich dann genau diesen Imaginärteil liefern, andernfalls wäre die Looprechnung oder die Regularisierung falsch und nicht kompatibel mit unitarischer S-Matrix. Und das war eben eines dieser Theoreme, das ich genannt hatte, dass eben die dimensionale Regularisierung immer die richtigen Imaginärteile liefert, das heißt dimensionale Regularisierung plus Renormierungsvorschrift, wie wir es gemacht haben, ist ein Verfahren, was kompatibel ist mit Unitarität der S-Matrix und mit dem optischen Theorem. Und das ist eben eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Regularisierung überhaupt sinnvoll ist. Aber diese Relation ist also wichtig. Die kann man in der Weise lesen, wie gerade gesagt, dass man also den Imaginärteil vorhersagen kann. Vorhersagbar aus niedrigeren Ordnungen. Und bei diesem Imaginärteil kann es dann auch keine Divergenzen geben, keine Vieldeutigkeit, das ist eben komplett eindeutig. Aber Sie können die Gleichung auch andersrum nutzen, das dann hat einen anderen Ziel, einen anderen Zweck. Zum Beispiel ist es manchmal nichts, trotz Divergenzen so ziemlich einfach, solche Loop-Diagramme auszurechnen. Auch den Imaginärteil dann über diese Loops auszurechnen, ist dann einfach. Und dann heißt das, Sie kriegen darüber rückwärts dann eine Aussage über so eine Gesamtwahrscheinlichkeit in beliebige Endzustände. Einfach über so ein Loop-Diagramm. Und das kann manchmal eben auch einfacher sein, als explizit solche Diagramme zu quadrieren und dann aufzusummieren und dergleichen mehr. Also beide Richtungen sind nützlich. Dann eine letzte Bemerkung zur S-Matrix. Noch eine fundamentale Tatsache der relativistischen Quantenfeldtheorie, nämlich Crossing-Symmetrie. So, dafür müssen wir uns nochmal daran erinnern, dass diese Feldoperatoren immer diese Anatomie hatten, phi von x, im freien Fall zum Beispiel, entspricht also Integral über Vernichter a von t verteilchen mal e hoch minus ipx plus Erzeuger b Kreuz von p mal e hoch ipx. Das heißt, ein und dasselbe kausale Quantenfeld kombiniert Vernichter für Teilchen und Erzeuger für Antiteilchen. Und diese Kombination war notwendig für Kausalität und Vertauschungsrelationen an raumartig getrennten Punkten. Und diese Feldoperatoren sind es ja jetzt, von denen wir Green-Funktionen ausrechnen müssen, um die S-Matrix auszurechnen. Das heißt, wir vergleichen jetzt mal zwei S-Matrizen. Hier irgendeine Streuung, beliebige Teilchen und hier ein, sagen wir mal, Antiteilchen B am Anfang und hier irgendein restlicher Anfangszustand I, ein Endzustand F oder Anfangszustand I. Und wir vergleichen das mit der folgenden Streuung, dass wir nämlich hier am Anfang nur den Anfangszustand I haben. Und im Endzustand haben wir jetzt den Zustand F plus zusätzlich ein auslaufendes Teilchen A. Das heißt, entweder betrachten wir den Prozess mit Antiteilchen im Anfangszustand oder Teilchen im Endzustand. Wie berechnen wir jetzt diese zwei S-Matrix-Elemente? Auf die gleiche Weise. Nämlich LSZ sagt uns, dass wir für dieses S-Matrix-Element eine Green-Funktion ausrechnen müssen. Für jedes Teilchen brauchen wir einen Feldoperator und für dieses Antiteilchen B im Anfangszustand brauchen wir dann offensichtlich den Feldoperator Phi. Brauchen wir hier. Also das heißt, es liefert hier dann so Green-Funktion mit einem Feldoperator Phi von X
und lauter Feldoperatoren für alle anderen Teilchen. Und hier für dieses Auslaufende brauchen wir genau denselben Feldoperator, weil dieses enthält dann eben den Vernichter für Antiteilchen. Genau dasselbe. Das heißt, wir müssen dieselbe Green-Funktion ausrechnen für dieses S-Matrix-Element und dieses S-Matrix-Element. Und darauf folgt, dass die S-Matrix-Elemente miteinander korreliert sind. Wenn das eine ungleich 0 ist, ist das andere auch ungleich 0. Und das ist eben die Crossing-Relation von relativistischen Quantenfeldtheorien, dass sie Teilchen vom Anfangszustand in Antiteilchen im Endzustand umklappen können. Und dann kriegen sie wieder einen funktionierenden Prozess. Und ich habe jetzt betont, das ist bei kausalen relativistischen Quantenfeldtheorien der Fall, denn nur aus der Kausalität plus relativistischer Invarianz hat ja gefolgt, dass die Feldoperatoren diese zwei Erzeuger und Vernichter kombinieren müssen. Das heißt, in einer nicht-relativistischen Theorie gibt es zum Beispiel nur das und dann gibt es überhaupt kein Argument, dass so ein S-Matrix-Element mit dem hier irgendwie korreliert ist oder dass es überhaupt beide S-Matrix-Elemente gibt. Das heißt, das ist ein spezifischer Unterschied zwischen relativistischen und nicht-relativistischen Theorien. Und in der Elementarteilchenphysik sind diese Crossing-Relationen natürlich sehr wichtig oder nützlich, um zu verstehen, welche Prozesse so existieren. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit für einen letzten Punkt in diesem Jahr. Bevor wir damit anfangen, vielleicht die Bemerkung, was als nächstes dann kommen wird im Januar, wären erstmal Beispiele. Denn wir haben jetzt unheimlich viel Formalismus uns erarbeitet und quasi überhaupt keine Beispiele gehabt, außer in den Übungen. Aber ich werde dann mindestens in der ersten Januarwoche hier sicherlich einige Beispiele mal vorrechnen, sodass wir nochmal durch die verschiedenen Schritte durchgehen, zum Beispiel wirklich das LSZ-Theorem mal anwenden und S-Matrix-Elemente ausrechnen, Renormierungsprozeduren durchgehen, Loop-Diagramme ausrechnen und schauen, was die Counterterme sein müssen, damit das alles noch ein bisschen illustriert wird. Und dann kommen wir auch wieder zu konzeptionell neuen Sachen. Aber einige Beispiele werde ich einschieben. Aber bevor ich diese Beispiele einschiebe, hier noch ein letzter Punkt, der aber einfach ist und beziehungsweise einfach in dem Sinne, es ist kein Quantenfeldtheorie-Thema, sondern es ist eigentlich allgemeiner. Es ist eher ein Thema aus der Teilchenphysik, nämlich Wirkungsquerschnitte und Zerfallsfahrten. Und dazu habe ich hier auch irgendwas rausgeguckt, denn falls wir jetzt nicht alles hier besprechen können, können Sie mindestens hier diese Zusammenfassung mal sich abspeichern. Denn diese Wirkungsquerschnitte und Zerfallsraten herzuleiten, ist natürlich auch wieder Arbeit, aber das möchte ich hier eigentlich gar nicht machen. Ich kann vielleicht mal nachmittags eine Zusatzvorlesung einschieben, wenn jemand Interesse hat, wo ich diese ganzen Herleitungen zeige. Aber vorläufig würde ich Ihnen mal die Ergebnisse auflisten, sodass Sie dann wissen, wie man Wirkungsquerschnitte bestimmt und wie die eigentlich definiert sind. Fangen wir an mit dem einfachsten Fall, einem Teilchenzerfall. Sozusagen trivialer Wirkungsquerschnitt, bei dem Sie am Anfang ein einzelnes... Fehlt was? Das macht ja nichts. Also triviale Streuung ist ja am einen Teilchen im Anfangszustand und es streut quasi mit dem Vakuum und zerfällt dadurch.
Das heißt, das Bild wäre das hier, Teilchen 1. Und das ist mal in Ruhe. Und das zerfällt in irgendeinen Endzustand. So, und bei dem Endzustand haben wir dann vorgegeben, dass es, sagen wir mal, in einige Endzustandsteilchen zerfällt. Das eine Teilchen soll den Impuls P1 haben, aber nicht genau, sondern wir erlauben hier einen Impulsintervall. D3 P1'. Das heißt, wir fragen nach der Wahrscheinlichkeit letztlich dafür, dass das Teilchen in irgendeinem Endzustand zerfällt mit einem Impuls in diesem dreidimensionalen Impulsintervall. Mal die Wahrscheinlichkeit für einen ganz genau definierten Impuls. Das kann natürlich nur 0 sein und die Impulseigenzustände sind ja nicht normierbar. Hier dann eben auch Endzustandsimpuls Pn' mit einem Intervall D3 Pn'. So, und dann ist die folgende Frage gegeben, D Gamma. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses ruhende Teilchen 1 zerfällt und dass der Endzustand genau in dieser Impulskonfiguration drin liegt? Also das ist die Anzahl der Zerfälle in den gegebenen Endzustand. Dividiert durch die Zeitdauer dafür, multipliziert mit der Anzahl der Anfangsteilchen. So, und ohne Beweis rechnet man dann aus, das ist dieses TFI-Matrix-Element zum Betragsquadrat, das ist natürlich die quantenmechanische Wahrscheinlichkeit, aber durch diese ganzen Normierungen hier, durch die Zeit, Anzahl der Anfangsteilchen und so, bekommt man dann den Faktor 1 durch 2 mal die Ruhemasse des Teilchen 1, multipliziert mit dem Phasenraumvolumen für diese N-Zustandsteilchen. Und dieses Phasenraumvolumen d phi n, also allgemein gegeben als das Produkt von diesen ganzen dreidimensionalen Impulskegeln sozusagen, D3P1', natürlich relativistisch normiert, geteilt durch 2Pi hoch 3 mal 2P1'0 bis hin zu D3PN', geteilt durch 2Pi hoch 3 mal 2PN'0 und dann mal einer impulserhaltenden Delta-Funktion mal 2Pi hoch 4 mal vierdimensionaler Delta-Funktion von P1 minus die ganzen Endzustände P1' minus bis Pn'. Und dieses Produkt aus diesem Phasenraumfaktor und dem Matrixelement und 1 durch 2m liefert eben dann diese Zerfallsrate. Und Gamma insgesamt ist dann das Integral, eventuell bis auf einen Symmetriefaktor, aber eigentlich das Integral über diese differenzielle Zerfallsbreite. Also hier haben Sie dann noch eventuell einen Symmetriefaktor. Zum Beispiel bei identischen Teilchen. Stellen Sie sich vor, Higgs nach Gamma Gamma, Sie haben zwei Photonen, die sind identisch im Endzustand. Wenn Sie jetzt für das eine Photon über den ganzen Impulsraumvolumen integrieren und für das andere Photon ebenfalls über den ganzen Impulsraum integrieren, dann haben Sie jeden Endzustand doppelt gezählt, weil die Photonen ununterscheidbar sind. Das heißt, Sie müssten dann mit 1/2 multiplizieren. So, das wäre die Zerfallsrate. Und dann kommen wir zum Wirkungsquerschnitt. Ehrlich gesagt, ich kann mit dem Begriff Fermis goldene Regel nichts anfangen. Sagen Sie es mir, ob das das ist. Bitte? Weil er halt auch diese Zeiten durcheinander. Ja, also auch die Zeitdauer wird halt normiert. Also man betrachtet die Zerfälle, Anzahl der Zerfälle pro Sekunde.
Kann sein, dass das Fermis goldene Regel ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber Namen sind Schall und Bock. Außer beim LSZ-Theorem. Beim LSZ-Theorem. Da sind Namen kein Schall und Bock. Ja, ich weiß nicht. Also, Fermis goldene Regel ist, glaube ich, sowas in der Art. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie unter speziellen Voraussetzungen gemeint ist oder so, oder also den Namen sehe ich immer in der nicht-relativistischen Quantenmechanik auch für so Atomniveau-Übergänge. Letzten Endes ist es schon ähnlich. Ja, irgend sowas. Gut, kommen wir also zum Wirkungsquerschnitt. So, da haben wir als Prozess zwei Anfangsteilchen, 1 und 2. Die sollen streuen und wir betrachten wieder irgendeinen Endzustand mit solchen Impulsraum, Volumina, die wir erlauben. Und dann ist jetzt sich die folgende Frage gegeben. Ich schreibe es mal vielleicht ein bisschen anders auf. Also wir stellen uns dann die Situation so vor, dass wir quasi hier ein Teilchen Typ 2, das sind die Target-Teilchen. Die sind hier also in einem Target drin und Teilchen 1, das wäre quasi ein Strahl und dann können wir uns das so als Zylinder vorstellen. Und dieser Teilchenstrahl geht jetzt durch das Target durch. Und dann ist die Frage, wie viele Streuungen passieren pro Zeiteinheit mit genau diesem Endzustand. Und was wir jetzt schreiben können, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Streuung. In diesem Endzustand, normiert auf die Anzahl der Strahlteilchen, multipliziert mit der Anzahl der Target-Teilchen. Was sollte diese Streuung sein? Das ist eben eine Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit können wir uns jetzt so vorstellen, dass jedes einzelne Teilchen hier in dem Strahl hat eben so eine effektive kleine Stirnfläche und trifft dann auf die Target-Teilchen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Streuung gegeben als das Verhältnis von dieser effektiven Stirnfläche eines Teilchens multipliziert mit der ganzen Anzahl der Teilchen. Das bildet dann eine Gesamtstirnfläche von den Teilchen, normiert auf die Stirnfläche von dem Strahl. Wenn quasi jedes Teilchen hier diesen ganzen Strahl so ausfüllt mit seiner Stirnfläche, passiert mit 100% Wahrscheinlichkeit eine Streuung. In dem anderen Fall halt nicht. Das heißt, das wäre Sigma. Und das ist eben die effektive Stirnfläche für diese Streuung. Normiert auf die Stirnfläche des Strahls. Das ist anschaulich, diese normierte Wahrscheinlichkeit. Und das Ergebnis ist eben dann, oder D-Sigma sollte ich schreiben, differenziell. Das Ergebnis ist dann für diesen differenziellen Wirkungsquerschnitt ist gleich Betragsquadrat von TFI als quantenmechanische Wahrscheinlichkeit. Und die Normierung ist Wurzel aus P1 mal P2, Skalarprodukt, insgesamt hoch 2, minus die Ruhemasse M1² mal M2². Das hier. Und dann mal dem Phasenraumvolumen D4n. Das ist der Wirkungsquerschnitt. Wenn wir noch eine Minute Zeit haben, dann könnte ich dafür lediglich einen Schnellbeweis kurz skizzieren. Ich denke, das geht in einer Minute.
Skizze des Beweises. Es wäre eben, wenn Sie hier diese Anzahl der Teilchen kriegen wollen, müssen Sie die Norm des Zustandes angucken, von so einem Innenzustand für ein Teilchen. Und diese sind ja normiert auf 2p0 mal 2pi hoch 3 mal einer Delta-Funktion. Delta hoch 3. So, aber das ist die Delta-Funktion von der Impulsdifferenz, aber die ist jetzt 0. Das heißt, wir haben 2pi hoch 3 mal Delta von 0. So, und was machen wir mit diesem Delta von 0? Und das jetzt eben, weil du weißt, Skizze. Das heißt, man sagt, okay, wo die Delta-Funktion kommt von einem Integral über x her, d3x über den ganzen Raum, e hoch i, p, i mal 0. Das ist das Gesamtvolumen des dreidimensionalen Raums. Und das nehmen wir jetzt mal an, dass das endlich ist. Und das hier wäre dann die Anzahl der Teilchen. Das heißt, die Teilchendichte ist dann Teilchenanzahl geteilt durch Volumen, ist dann gleich 2 mal p0 bei so einem Zustand. Dann braucht man die Geschwindigkeit von einem Teilchen. Das ist der räumliche Impuls p-Vektor geteilt durch die Energie p0. Und dann können wir alles zusammenbauen, nämlich die Anzahl der Teilchen 1 in dem Strahl ist die Teilchendichte mal der Strahlfläche, dieser Strahlstirnfläche, multipliziert mit der Geschwindigkeit mal der Zeitdauer. Okay. Geschwindigkeit mal Zeitdauer ist die Strecke, die dieser Zylinder zurücklegt, multipliziert mit der Strahlfläche, gibt dann das Volumen des Strahls, der in der gegebenen Zeit das Target passiert, multipliziert mit der Dichte, ist genau die Anzahl der streuenden Teilchen 1. Anzahl der Teilchen 2 ist gleich die Teilchendichte mal Volumen. Dann haben wir die Gesamtwahrscheinlichkeit, quantenmechanisch ist das S-Matrix-Element zum Quadrat. Und das S-Matrix-Element ist aber jetzt 2pi hoch 4 mal einer vierdimensionalen Delta-Funktion für die Energie- und Impulserhaltung mal TFI insgesamt zum Quadrat. Und was kommt jetzt raus, wenn wir das quadrieren, dann kriegen wir das Quadrat von einer Delta-Funktion, das ist auch schlecht. Das heißt, wir können das mal so schreiben als eine normale Delta-Funktion, 2pi hoch 4 mal eine Delta-Funktion für Energie- und Impulserhaltung, pi minus pf, multipliziert nochmal mit einer Delta-Funktion und das ist dann Delta von 0. Und dieses 2pi hoch 4 mal Delta von 0, das kann man halt auffassen wie hier als Integral d4x über 1. Integral d4x über 1 ist einfach das Gesamtvolumen der Raumzeit, ist das Gesamtvolumen des Raums mal der gesamten Zeitdauer von unserer Rechnung hier. Also mal V mal Zeitdauer. Okay. Mal PFI Betragsquadrat. So, und jetzt muss man alles einsetzen. Wir müssen hier eben dann normieren durch die Strahlteilchenzahl, Targetteilchenzahl und in dieser Normierung fallen dann diese komischen Volumina, die eigentlich unendlich sind, genau weg. Das Volumen fällt weg gegen dieses Volumen, diese Gesamtzeitdauer fällt weg gegen diese Gesamtzeitdauer. Die Strahlfläche fällt weg, weil wir darauf normieren. Was dann einzig und allein übrig bleibt, sind diese Dichten hier. Die sind gegeben durch 2 mal P0, das ist schön. Und die Geschwindigkeit gegeben durch das hier, das ist auch schön. Und dann kriegen wir insgesamt ein Ergebnis, letzten Endes PFI Betragsquadrat, dividiert durch ein Produkt aus P0 für das eine Teilchen, P0 für das andere Teilchen und P-Vektor durch P0 für eins der zwei Teilchen. Und diese Nenner hatte ich umgeformt in diese Wurzel. Das ist dann eine einfache Rechnung. Aber der Witz ist eben, dass diese komischen unendlichen Größen hier alle wegfallen. Und das ist halt eine Beweiskizze, aber ein echter Beweis ist auch möglich. Und das kann ich mal auf der Opal-Seite verlinken, da habe ich ein Skript dazu. Was Sie eigentlich machen können, ist, Sie können halt den Strahl und das Target ansetzen durch eine Dichte-Matrix,
Eine Dichtematrix beschreibt ja ein statistisches Ensemble von Teilchen, die jeweils irgendeinen Energieimpuls haben. Und in der Dichtematrix sind dann die einzelnen Zustände auch nochmal Wellenpakete für normierbare Zustände mit einer gewissen Lokalisation im Orts- und Impulsraum. Und wenn man dann die Rechnung durchzieht für diese Dichtematrix, gegeben durch Wellenpakete, dann muss man eine ganze Reihe von Näherungen machen, um darauf zu abstrahieren, was letzten Endes diese effektive Stirnfläche ist, aber die Rechnung ist dann sauber. Und dann kriegen Sie halt insbesondere raus, bei so einer echten Rechnung, dass Sie eigentlich ja hier ein nicht triviales Strahlprofil haben oder so. Also Ihr Strahl hat vielleicht eine unterschiedliche Dichte, je nachdem, wo im Strahl Sie sich befinden. Und das Tolle ist halt, der Wirkungsquerschnitt ist unabhängig von diesem Strahlprofil. Das ist ja auch nicht so trivial. Das heißt, wenn Sie da mit dieser Dichtematrix wirklich anfangen, dann sehen Sie, dass im Verlauf der Rechnung eine Faktorisierung entsteht. Nämlich ein Faktor enthält alle Details des Strahls inklusive Strahlprofil. Der andere Faktor in der Rechnung enthält nur mikroskopische Details und ist eben genau dieser Wirkungsquerschnitt, der so aussieht. Das kann man also auch machen, aber hier haben wir es jetzt ein bisschen verkürzt und das Ergebnis ist eben richtig. Wunderschön. Damit haben wir alles gemacht, was Sie brauchen, um alle physikalischen Prozesse ausrechnen zu können. Über Weihnachten haben Sie ja das Blatt mit einer exzessiven Anzahl von lustigen und schwierigen Übungsaufgaben. Viel Spaß dabei. Kann man dann nach Weihnachten alles sukzessive besprechen. Aber danach kommen, wie gesagt, erstmal Beispiele und dann fangen wir an mit neuen Themen, wie zum Beispiel Renormierungsgruppe und laufenden Kopplungen, was dann auch nochmal interessant ist. So viel dazu. Ansonsten dann schöne Weihnachten. Frohe Festtage und guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann.